So, ich drehe mich schon mal schön zur Kamera, dass wir Jan und Grimoire Weiß auch sehen. Wir spielen heute offensichtlicherweise wieder ein bisschen Near Replicant mit Jan Hallo. und euch. Schön, dass Weiß sich auch einmal gedreht hat. Beim letzten Mal haben wir Sidequests gemacht, wie in jedem Stream, und Pakete ausgeliefert und anderen Stuff gemacht. Wir hatten super viele Bosse. Also wir hatten einmal den Boss in der Fabrik, der aussah wie Quartok Suma aus Zelda. Dann hatten wir dieses Dämonending in Adlerhorst, wo Kaine wunderbar geflucht hat, die auch ins Team gekommen ist. Und wir hatten dann in der Wüstenstadt nach der Sightseeing-Tour in dem Dungeon noch diesen Cube-Boss, nenne ich es mal. Problem Auch mit ist, Tiny zusammen. ja, weder Jan noch ich wissen, wo wir jetzt hin müssen, aber es ist ein X auf der Karte in unserem Haus, also gehen wir da mal hin. Jo. Und heute spiele ich wieder ein bisschen, aber beim letzten Mal habe ich mich ja nicht so fit gefühlt. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen, das sind meine Pflanzen übrigens, wie gesagt, alle beseitigt. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Energie, deswegen will ich heute auch ein bisschen spielen. Jo. Jan darf aber natürlich auch. Oh, nice. Nimmt man gerne. So. Schwesterherz. Jonah? Oh, hey. How are you feeling? Better, now that I'm taking the medicine you brought. Good. By the way, are you gonna stay here today? Oh. Was spricht dagegen? Wem? You bet. Really? You'll stay with me? Really? Yeah, Yona. I'll stay. Yay! Yay! Now get back to bed. Okay. Sie ist schon süß, ja. Gerade deswegen rechne ich ihr nicht die höchsten Lebenschancen zu, leider. Ich höre eine Stimme. Ich blinzle und sehe einen Jungen vor mir stehen. Sein Haar ist silbern, seine Haut ist blass. Und er starrt mich mit gläsernen Augen an. Seine Lippen beginnen sich zu bewegen, aber kein Ton kommt über sie. Was sagt er? Ich kann ihn nicht hören. 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 Ich kann ihn nicht. Ich versuche zu gehen, aber etwas an dem Jungen lässt meinen Blick nicht los. Ich beobachte sein Gesicht. Es ist ausdruckslos, während sich seine Lippen langsam bewegen. Was versucht er zu sagen? Moment, es ist ein Wortpaar. Ich kann es fast erkennen. Es fängt mit einem V an. Dann kommt ein E. Ich kann es jetzt fast erkennen. Die Buchstaben ergeben ein Wort, einer nach dem anderen, immer schneller. Versiegelter Vers. Es ist ein versiegelter Vers. Das, wonach ich suche, der Schlüssel zur Rettung meiner Schwester. Ich starre den Jungen mit neuer Entschlossenheit an. Und versuche verzweifelt, sein nächstes Wort zu erkennen. Traum. Traum? Was? Was zur Hölle soll das bedeuten? Die Lippen bewegen sich wieder, dieses Mal schneller. Ich kann ihnen nicht folgen. Verdammt, ich komme nicht drauf. Ich möchte schreien. Ich möchte die Wände um mich herum einreißen. Aber stattdessen zwinge ich mich, ruhig zu bleiben. Ich kann es schaffen. Für Jona. Langsam. Ganz langsam entziffere ich die Buchstaben, die seine letzten Worte ergeben. Märchenwald. Da machen wir noch nicht. Ich glaube, wir haben nur kurz einmal reingeguckt. Am nächsten Morgen. Just a dream. Aber interessant, weil diese Passagen, wo du wirklich komplett Schwarzbild hast und nur den Text, die gab es in Nier Automata auch. Und ich persönlich finde die zwischendurch tatsächlich auch ganz cool gemacht. Ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, oh, langweilig, aber ich finde so fürs Gesamtbild und die Atmosphäre finde ich so kurze Passagen mit diesem Schwarzbild eigentlich ganz cool, weil du als Spieler erstmal herausfinden musst, wer da eigentlich gerade mit wem redet. So wie jetzt, okay, Jan hat im Traum irgendwie was über den versiegelten Vers erfahren. Bin einen komischen Jungen gesehen. Ja. Deswegen, es ist, finde ich eigentlich immer ganz schön, da erstmal so ein bisschen zu gucken.
Even in my dreams, I'm hunting sealed versus. Aber wie gesagt, ich glaube, da haben wir zumindest einmal kurz reingeguckt. Bei der Farnjagd, glaube ich, oder? Oder war das der Märchenwald, wo wir einmal rein sind glaub, und dann wieder... Ich glaube, als wir einfach allgemein erkundet haben, sind wir einmal kurz reingelaufen und wieder raus. Ja. Morning. Morning, Yona. What's wrong? Are you feeling sick too? No, I just... I had a strange dream. What was it about? It's nothing. Don't worry about it. Cause I had a dream too. Oh yeah? Yeah, me and this boy were playing a game together. What kind of game? It was called Guess the Words. I think he made it up because I never heard of it before. How did it work? The boy would move his mouth, but no words would come out. Then I had to guess what he was trying to say. It was hard. I wanted to play hide and seek, but we had to play his dumb game instead. So what did he say? I don't know. All I could figure out was dream and forest of myth. Welp. But don't worry. I'm gonna study hard so that next time I can figure out everything. We should play a game together sometime too. Sure, Yona. Interessant, dass sie diese Träume auch hat. Was ich übrigens auch noch bei den Szenen ganz gut finde. Deine eigene Fantasie wird auch so ein bisschen angeregt in solchen Szenen, weil du ja nichts vor dir siehst irgendwie. Also zwischenzeitlich finde ich das, wie gesagt, auch gar nicht so schlecht. I got your melon, Yona. Ach ja. Stimmt. Thanks. If there's anything else you want, just let me know. Das war jetzt so antiklimatisch nach der Szene gerade. Ja, wir hatten einen Traum. Ich hatte auch den gleichen Traum. Hier ist deine Melone. Well, since you offered, would you mind getting me a watermelon? A watermelon this time? Sure thing. Aber zu weit, Jana? I'll be waiting for that watermelon. Okay. Aber die konnte man ja auch irgendwo kaufen. Wahrscheinlich an der... Wie hieß nochmal die eine Stadt da am Wasser? Meeresfront? Ja. Something troubling you, lad? It's nothing. Don't worry about it. Come on, I need to go ask Popola something. Okay. Dann gehen wir da zuerst hin. Da. Ich meine, wir werden höchstwahrscheinlich sowieso gleich zum Märchenwald gehen müssen. Aber da muss er ja erstmal drauf kommen. Dann wiederum würde ich auch nicht unbedingt alles direkt machen, was ich träume. Das wäre für mich und viele andere Beteiligte sehr gruselig. Schon ein bisschen. Ich habe manchmal sehr seltsame Träume. Und ich glaube, so für die anderen Sidequests müssen wir sowieso noch Stuff nach und nach farmen, aber die laufen ja auch nicht weg. Wir können ja gleich mal gucken, was es ist, was du noch offen hast. What's up, Popola? Oh, hi. I just got a strange letter in the mail. Rechnungen, Rechnungen. Liebste Popola, ich hoffe, dieser Brief erreicht dich gut. Ich schreibe in der Hoffnung, deine Aufmerksamkeit auf ein gewisses Traumproblem bezüglich aktueller Traumereignisse im Dorf Traum zu richten. Was? Lass einfach überall das Traum weg. Ich schreibe dir in der Hoffnung, deine Aufmerksamkeit auf ein gewisses Problem bezüglich aktueller Ereignisse im Dorf zu richten. Ich hatte gehofft, ich könnte deinen Rat in der Angelegenheit bekommen. In letzter Zeit gibt es Berichte über einen gewissen von bösen Lehren verdammt böse Wörter jemand. Traum. Okay. Ja. That is certainly one bizarre piece of writing. Who's it from? The mayor of a small village in the Forest of Myth. It's a wooded area up north. The Forest of Myth? They're usually a bright and cheerful group of people. Something like this is very out of character for them. I have a bad feeling about this. I'll check it out. You will? But... Don't worry about it. I've got business there anyway. Oh, well, all right. Thank you. Das waren schon ein paar sehr viele Wortwiederholungen, das stimmt. Phonon?
sondern... Erstmal den Boden der Bibliothek kaputt machen. Nein, der ist robust. Robuster als dein Schwert. Ich hoffe. Sonst bin ich hoffentlich gut versichert. Darf ich direkt hin oder muss Weiß mir noch was dazu sagen? Okay. So. Wir haben aktuell den Fischer. Mit seinen Regenbogenfischen, glaube ich. Regenbogenforellen, okay. Ja, kann ich auch einfach... Nee, okay. Dann brauchen wir da noch ein paar Mäuseschwänze. Gut, die sammeln wir wahrscheinlich nebenbei. Dann die Wassermelone. Da fehlt uns generell noch... Naja, das Weiße, was einfach unendlich teuer war. Ja, da fehlt uns noch Stuff. Und das ist das, wodurch den Sandsturm, glaube ich, nicht durchkam. Okay. So, das... Ah, durch die Nordfelder durch. Ja gut, die Südfelder, da waren wir ja schon. Weißt du, was in der Richtung war? Meeresfront? Und Ost war dann Adlerhorst? Eventuell? War nicht Ost die Wüste? Und was war noch? Und der erste Dungeon? Ich habe halt absolut keine Orientierung. Adlerhorst ist im Norden. Also auch hier? Ja. Aha. Du gehst ja ganz, wenn du da diese Ebene hochläufst, nach links nach Adlerhorst. Ja. Und rechts wäre der Märchenwald. Also quasi direkt gegenüber einfach. Also ist das jetzt hier das, wo ich das Wildschwein zum ersten Mal bekämpft habe? Genau. Ah, okay. Und auch da, wo die Mine ist. Die ist quasi auf der Karte unten rechts. Wenn du jetzt auf die Karte kurz gehst. Beziehungsweise, ja gut, die ist einmal gedreht. Also oben rechts, da ist Schrotthaufen, Märchenwald und da ist Adlerhorst. Und da ist noch rechts irgendwas anderes. Stimmt. Willst du mal gucken, ob du da hinkommst? Ich kann mal gucken. Ich hab's, wie gesagt, nicht so mit Orientierung. Also gerade wenn es so um Himmelsrichtung und so geht, ist ganz schwierig, ehrlich gesagt. Wenn du dich gleich mal in die Klippe stellst. Oder rechts oben. Oh, danke. Verbündeten Befehl erteilen? Okay. Ich glaube nicht, dass Kaine sich sagen lassen möchte, was sie tun soll. Wahrscheinlich nicht, aber das würde ich mir trotzdem ganz gerne einmal... Ach, guck mal! Auf sie, ich brauche Hilfe, sei vorsichtig. Was ist denn bei Tier? Wie cool! Dankeschön! Du hast eine Ziege gerufen. Die Ziege darf leben. Okay. Aber wo wäre das denn dann? Da beim Wasserfall eventuell? Dreh dich mal so, dass du zum Wasserfall guckst und mach mal die Karte auf. Ich steige auch mal kurz von Wildibert ab. Ja, guck mal, da unten hinterm Wasserfall geht so ein Weg entlang. Ah ja, aber ich kann, glaube ich, nicht schwimmen, ne? Ja. Ich sauf, glaube ich, ab. Wahrscheinlich brauchst du irgendwie ein Boot oder so, um rüberzukommen. Aber ja, da wäre noch was. Okay. Dann wissen wir da zumindest Bescheid. Und ich muss jetzt in die Richtung und dann nach rechts. Genau, über die Brücke da hinten und dann rechts lang. Kommen wir mal her. Nein, das war der falsche Knopf. Ah, hier. Sieht so witzig aus, das Rasen damit. Das Lenken ist halt ein bisschen schwierig. Und dann da. Genau, jetzt auf 12 Uhr, da wo der Baum ist. Und dann vom Baum aus nach rechts. Ich bremse mal lieber vorsichtshalber vorher schon ab, sonst laufe ich gleich wieder irgendwo gegen. So, vielen Dank, Wildibert. Hast du aber noch das zum Geber? Also das noch zum Stuff absorbieren auf der anderen? Auf der anderen Taste? Nein. Ich habe vorm Stream schon die Lanze wieder drauf gepackt. Ah. Weil ich ja spiele. Okay. Auf jeden Fall wieder Stuff bekommen. Konnte man das nicht einfach hier irgendwo... Automatisch? Ja, wo war das denn? Und da auf die Dinge drauf gehst? Zum Beispiel jetzt hier auf die Lanze. Und dann... Da. Okay. Kann man ja vielleicht auch einfach mal so... Nicht bei jedem Wort, was man findet, machen, sondern einfach mal irgendwann gebündelt. Ja, Kaine muss immer hinterherlaufen. Das ist schon nicht so nett.
Aber ich mag mein Wildschwein. Wenn ich schon kein Elch bekomme, dann wenigstens das Wildschwein. Ich habe auch hart dafür gekämpft. Ja. Du hast hart dafür gecheased, ja. Psst. Hat keiner gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Gebiet könnte halt potenziell auch extremst schick sein. Speicherpunkt neben dir. Wenn ich mal so gucke, ne? So ein nebliger Wald. So ein ziemlich riesiger Baum auch im Hintergrund. Oh ja. Ich bin auch generell mal gespannt, weil solche, also Nier Automata, und ich glaube, das ist auch bei den anderen Spielen aus diesem Universum so, die sind ja an sich nie so unglaublich lang. Die sind eher lang dadurch, dass man sie teilweise mehrfach durchspielt. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ob das Spiel eventuell auch gar nicht so extrem lang ist und man doch recht schnell da irgendwie durchkommt. Und dafür halt dann noch ein zweites oder drittes Mal das durchspielen muss, wo sich dann so ein paar Sachen geändert haben. Mal gucken, also es ging ja beim letzten Mal zumindest auch Schlag auf Schlag. Gegengiftgras. Gut, das könnte auch so ein Ort sein, wo du natürlich auch viel vergiftet wirst. Beware. Beware. The words. The words? What do you mean? Contagious words. Those who dream. Ich werde irgendwie ganz müde. Those who dream? Hold a moment. There is a strange new sensation in my mind. Wieso ist deine Textbox so riesig? Ich habe keine Ahnung. Weiß Stimme erhob sich in einer komischen Weise und seine Textbox gleich mit. It is not quizzical. Tut mir leid! What's going on? Der Körper des Dorfbewohners erzitterte, als er langsam seine Augen öffnete. Perhaps we should start by asking this man. Who are you? We heard something happened to this village, so we came to see if we could help. Ach so, gut, er konnte sich in seiner Synchro jetzt natürlich nicht vorstellen, weil er den Namen nicht sagen konnte. Ich wollte gerade sagen, irgendwie fehlte da was. Der Dorfbewohner blickte Jan und Weiß an. If you can speak to me, I must have caught you in my dream. In your dream? Der Dorfbewohner erklärte es. In den letzten Wochen hatte sich eine geheimnisvolle Krankheit im Märchenwald ausgebreitet, die als Todestraum bezeichnet wurde. Jene, die damit angesteckt wurden, fielen in einen tiefen Schlaf und mussten auf ewig in ihrer eigenen Traumwelt leben. Wisst ihr, woran mich das so ein bisschen erinnert? Als wenn ich gerade wirklich ein Märchen lesen würde. Weil alles so, ne? Ich sehe ja, was passiert, aber trotzdem steht's da nochmal. Der Dorfbewohner erklärte es. Wie in so einem Märchenbuch irgendwie schon fast. Der Bürgermeister des Dorfes hatte herausgefunden, dass der Todestraum durch gesprochene Worte von Person zu Person übertragen wurde. Doch bevor er mehr in Erfahrung bringen konnte, hatte die Krankheit auch ihn erwischt. Weiß sah den Bürgermeister an, während sein Mund leicht zuckte. Seine Textbox wurde schon wieder größer. Und sein Fond auch. Also irgendwas passiert da gerade mit dieser vierten Wand. Allein die Tatsache, dass Weiß so ein bisschen auf das eingeht, was da noch quasi steht, also was ich quasi vorlese als Spieler, dass seine Textbox größer wird, dass seine Schrift größer wird. Und dieses also, Komma, sagte er, Komma. Ja, es ist halt wirklich, es ist der Märchenwald und das Ganze ist aufgebaut wie ein Märchen, was wir quasi gerade vor uns haben und lesen. Mhm. Das ist irgendwie witzig, aber irgendwie auch ein bisschen gruselig. Vor allem, wenn das eine Krankheit ist, die durch Sprechen weitergegeben wird, unsere Menschheit wäre zerstört. Wenn es das wirklich geben würde. Well, yes. I think you have. In other words, we've caught the death dream? Bevor der Bürgermeister die Vermutung von Jan bestätigen konnte, explodierte Weiß vor Wut. Ridiculous, preposterous, completely unfathomable on every conceivable level. I don't even recall falling asleep. That's just how the death dream works.
Der Bürgermeister versucht, die Beschwerden von Weiß Gewand abzutun. Ich weiß gerade selber nicht, was ich vorlesen soll und was nicht. Das ist ein bisschen schwierig. So funktioniert der Todestraum eben, sagte er und schob die Bemerkung des Buches beiseite. My remarks are not to be brushed aside, fool. Der Bürgermeister verzog peinlich berührt sein Gesicht und wechselte schnell das Thema. Er befragte, wen Jan seit der Ankunft im Dorf gesehen und mit ihm er gesprochen hatte. Something there must have caused you to enter my dream. A certain conversation, a specific word, something. Irgendwie ist gerade dunkel geworden. Mhm. Jan und Weiß zerbrachen sich die Köpfe, aber sie konnten keine einfache Lösung finden. Es gab einfach zu viele Worte zu berücksichtigen, zu viel wahlloses Geplauder, zu viele bedeutungslose Unterhaltungen. Grimoire Weiss does not engage in meaningless conversations. Sorry? Die bloße Andeutung, dass Weiss seine Worte unbedacht wählte, schien ihn in seinem Stolz zu verletzen. It does not seem to sting my pride, you bloated gasbag of a narrator. Hallo? Auch Gefühle. Der burnt mich einfach weg. Vor allen Dingen, wie gut ist das denn gemacht? Vor allen Dingen für einen, ich glaube, wenn du es halt wirklich für dich privat spielst, ist es nochmal was anderes, weil es dann ja, du liest es ja quasi für dich selber und dann reagiert Weiß quasi auf das, was du gelesen hast. Also eigentlich, als wenn er quasi deine Gedanken lesen würde. Mhm. Hier im Stream ist es natürlich irgendwie sehr passend, dadurch, dass ich alles vorlese, dass Weiß mich einfach gnadenlos wegburnt. Interaktives Spiel. Schon? Irritiert blickte Weiß zum Himmel, als ob er dort nach Antworten suchte. I was doing no such thing. Ich glaube, er mag meinen Stream nicht. Die Wut, die seine harten Worte erzeugte, sprang wie eine Seuche auf Jan über. Burnst du mich jetzt auch? Moment, sagte Jan plötzlich. Hat gerade jemand ansteckend gesagt? Ja, ich glaube schon. Wieso? Nun, dieser Dorfbewohner sagte, wir sollen uns vor ansteckenden Worten hüten, nicht wahr? Der Bürgermeister lehnte sich mit erneuertem Interesse nach vorn und schob den verwirrten Weiß beiseite. Nun, er muss irgendetwas gesagt haben, nicht wahr? Fragte der Bürgermeister. Eine bestimmte Kombination aus Worten. Was war es nur? Es hatte irgendwas mit Träumen zu tun oder etwas mit etwas, das träumt, oder? Ach, was zur Hölle war es nur? Ein Schaf, schrie Weiß plötzlich und platzte damit mit dem ersten heraus, was ihm einfiel. Die anderen blickten ihn stumm an, bevor sie langsam ihre Köpfe schüttelten. Nach ein paar weiteren Minuten des Nachdenkens erhellte sich das Gesicht von Jan plötzlich. Ich erinnere mich, sagte er. Er hat die Träumenden gesagt, da bin ich mir sicher. Daraufhin zog der Bürgermeister ein dickes Papierbündel aus seiner Tasche, blätterte ein paar Mal darin herum und nickte Jan schließlich zustimmend zu. Das klingt richtig, sagte er, während ein loses Blatt Papier zu Boden segelte. Meine Notizen enthalten ebenfalls etwas darüber. Ich wette, es war das Letzte, was ihr gehört habt, bevor ihr eingeschlafen seid. Der Bürgermeister schüttelte den Kopf, während sein abgenutzter Bleistift stumme Linien über ein einsames Blatt Papier zog. Den gesamten letzten Monat über habe ich die Seuche untersucht, die wir Todestraum nennen, sagte er. Ich meine, ich bin der Bürgermeister, nicht wahr? Es ist meine Aufgabe, die Bürger vor jeglicher Unbill zu schützen. Habe ich denn niemals erwartet, dass ein paar Außenstehende anfangen, die Träume von Leuten zu betreten? Der Bürgermeister machte eine Pause, sein Gesicht zu einer Grimasse verzogen. Ich sollte mir womöglich Notizen oder so machen. Weiß fiel ihm sofort ins Wort. Ich bin begeistert von der Willenskraft, die nötig ist, um eine Seuche im Traum zu erforschen, sagte er. Aber vielleicht solltet ihr eure Bemühungen darauf konzentrieren, diesem Ort zu entfliehen, anstatt zu versuchen, ihn zu verstehen. Die Hand des Bürgermeisters klammerte sich fest um den Bleistift und brach dabei dessen Spitze ab. Ich habe versucht zu fliehen. Vom ersten Moment an, in dem ich begriff, dass ich in meinem eigenen Traum gefangen bin, habe ich nach einem Ausweg gesucht. Aber ich glaube nicht, dass es einen gibt. Ich meine, dies ist mein Traum, nicht wahr? Wenn es einen Ausweg gäbe, würde ich ihn kennen. Er hielt einen Moment inne und seine Augen starrten ins Nichts. Mein Dorf war wunderschön, sagte er, an niemand bestimmten gerichtet, und es war voll von den wunderbarsten Menschen, die man sich vorstellen kann.
Aber als diese Seuche hier einfiel, haben sich die Dinge geändert. Es ist, als hätte jemand einen Schwamm genommen und alle Farben aus unserem Leben aufgesaugt. Ich möchte einfach, dass wir wieder vollständig sind. Ich möchte, dass wir frei sind. Und ich werde nicht aufgeben, bis das der Fall ist. Jan nickte zustimmend. Warte mal eine Sekunde, ich habe nicht genickt. Hör zu, wenn wir irgendwie helfen können, sagte Jan, dann gebt uns Bescheid. Jetzt aber mal langsam. Das habe ich nicht gesagt. Hä? Ruhe, schrie Weiß. Der Grimoire blickte von Jan zum Bürgermeister und wieder zurück. Sein Gesicht war mit Zuversicht erfüllt. Das Gesicht von Grimoire Weiß ist stets zuversichtlich. Vielen herzlichen Dank. Nun, schaut mal, Herr Bürgermeister. Ihr habt uns erzählt, dass nichts in diesem Traum existieren kann, von dem ihr nichts wisst. Aber dennoch schien ihr überrascht zu sein, als wir hier ankamen, oder? Der Bürgermeister hob langsam den Kopf und es stand ihm ins Gesicht geschrieben, dass er zu einer neuen Erkenntnis gelangt war. Ach du meine Güte, sagte er. Ihr habt recht. Ich hatte keine Ahnung, dass ihr kommen würdet. Die menschliche Vorstellungskraft ist eine grenzenlose Maschine, sagte Weiß. Und Träume sind ihr Treibstoff. Wenn ihr euch einen Ausgang vorstellen könnt, dann existiert er auch. Und mit eurem Einvernehmen werden wir ihn suchen. Vielen Dank, sagte der Bürgermeister. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Eine Belohnung ist nicht notwendig. Wir sind ebenso begierig darauf, diesen Ort zu verlassen wie ihr. Plötzlich hatte der Bürgermeister das Gefühl, wieder atmen zu können. Fast hatte er vergessen, wie das war. Viel Glück euch beiden, rief er den schwindenden Umrissen von Jan und Weiß hinterher. Wir alle zählen auf euch. Als Jan langsam im nebligen Wald verschwand, hatte der Bürgermeister ein Déjà-vu. Ich habe diesen Mann schon einmal gesehen, dachte er. Doch wo nur? Die Stimme von Jan verdunkelte sich, als sie durch den Wald stampften. Stunden zuvor, als die Schönheit des Ortes noch neu und aufregend gewesen war, war er zuversichtlich gewesen, dass sie hineingehen, den Ausgang finden und rechtzeitig zum Abendessen wieder daheim sein könnten. Aber je tiefer sie hineingingen, desto mehr schloss sich der Wald um sie herum. Der Nebel erschwerte es, mehr als einen halben Meter weit zu sehen, und moosbedeckte Steine schienen entschlossen, seine Knöchel zu verrenken. Mehr als einmal sah er sich genötigt, sich an der rauen Rinde eines Baumes festzuhalten, und seine Hände hinterließen nur kleine Blutspuren an allem, was er anfasste. Okay. Es kam hinzu, das Weiß sich als unglaublich schlechte Reisebegleitung herausstellte. Da er von Gelände und physischen Anstrengungen ungehindert vorankam, verbrachte er die meiste Zeit damit, Jan zu drängeln und über ihr langsames Vorankommen zu meckern. Schließlich, nachdem Weiß etwas über beinlose Schildkröten, die sich geschickter durch ihre Umgebung bewegten, murmelte, rastete Jan aus. So gut, Weiß, jetzt halt mal den Mund. Du musst ja nicht laufen. Jan lehnte sich gegen einen Baum und streckte seinen Rücken durch. Wie kann dieser dumme Wald nur so verdammt groß sein? Murmelte er in sich hinein. In dem Moment, als die Worte seinen Mund verließen, erwachte eine Kakophonie von Insekten zum Leben. Okay. Es ertönte jede nur denkbare Form von Surren, Klicken und Zischeln einer Lautstärke, die ihn mit den Zähnen klappern ließ. Jan schlug die Hände über seine Ohren und schrie, um gehört zu werden. Weiß, was ist hier los? Jan konnte sehen, wie sich Weiß' Mund bewegte, aber er hätte genauso gut in einen Tornado hineinrufen können. Weiß hat einen Mund? Die Insekten kreischten, der Wald heulte. Und dann, als die Ohren von Jan kurz davor schienen, sich von seinem Kopf loszureißen und Deckung zu suchen, ließen die Geräusche plötzlich nach. Zögerlich nahm er die Hand von seinem linken Ohr und lauschte den Kreaturen im Gehölz. Tschri, 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 tschri! Schock, schock, schock! Tschick, 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 tschick! Wu, wu, wumme, wu, wu, wumme! Schick, 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 schick. Als die Symphonie der Insekten erneut leiser wurde, begann Jan ein Muster in den Klängen wahrzunehmen. Es ist nicht zufällig, dachte er. Es ist nur weißes Rauschen. Es ist etwas anderes. Ey, ich habe alles gegeben für die Synchro. Die Insekten schrien nicht nur einfach, sie stellten eine Frage. Mit einem leidet es, mit zweien ist es ideal, mit dreien ist es gefährlich. Was ist es?
Okay. Bei meinen Seiten, ist das ein Rätsel? Das nehme ich an. Ich meine, es fühlt sich irgendwie erzwungen an, aber vielleicht ist das das Schlüssel zum Verlassen dieses Ortes. Dann überlasse ich dir das Antworten. Mit einem leidet es, mit zweien ist es ideal, mit dreien ist es gefährlich. Was ist das? Ein Geheimnis? Eine Frau? Woher zur Hölle soll ich das wissen? Also, ich würde mal sagen, eine Frau ist es schon mal nicht. Wieso nicht? Mit einer Frau leidet man, mit zweien ist es ideal und mit dreien ist es gefährlich. Bin ich mir ja nicht so sicher. Mit einem Geheimnis leidet man, mit zweien ist es ideal und mit dreien ist es gefährlich? Nee, sieh es andersrum. Wenn nur einer das Geheimnis kennt, dann leidet er. Wenn du es mit jemandem teilen kannst, ist es ideal. Aber wenn es noch jemand erfährt, ist es gefährlich. Ja gut. Ja. Schon. Wenn man niemanden hat, dem man es erzählen kann, dann macht einen das auch irgendwie so ein bisschen kaputt. Und wenn du es mit jemandem teilen kannst, dann hilft das auf jeden Fall. Aber wenn es mehrere Leute wissen, wird es halt schon gefährlich. Aber diese ganze Passage ist irgendwie super spannend, gerade weil der Bildschirm wirklich nach und nach immer schwarzer geworden ist, als wenn wir quasi immer weiter da reingezogen werden. Deswegen ist die Textbox bestimmt auch immer größer geworden. Nur es ist natürlich so ein bisschen sehr irritierend manchmal, wer jetzt gerade spricht und was da gerade passiert und wo wir uns quasi angesteckt haben. Ob das so ein bisschen mit unserem Traum zusammenhängt, den ja auch Jona hatte, oder mit dem Brief an Popola. Mal gucken, aber ich würde mal sagen, das Erste. Er kochte innerlich vor Wut, da Weiß diese Aufgabe ihm überlassen hatte. Dann seufzte Jan und gab die einzige Antwort, die sinnvoll erschien. Es ist ein Geheimnis. Richtig? Die Geräusche der Insekten verstummten so plötzlich, wie sie begonnen hatten. Das Unterholz des Waldes teilte sich wie eine brechende Welle vor Jan und öffnete einen neuen Weg. Diese Waldanthropoden das Weiß. Egal, einfach weiter. Diese Waldanthropoden schaffen einen Weg für uns, sagte Weiß fröhlich. Erfreut, den Test bestanden zu haben, schritt Jan mit neu gewonnener Stärke voran. Der Weg war eine willkommene Abwechslung zum Dickicht und sorgte bei ihm sogar für Frohsinn. Solange sie auf dem Weg waren, hatte ihre Reise einen Sinn. Ich nehme an, der Wald hat uns akzeptiert, wie? Sagte Jan nach einer Weile. Weiß jubelte herum, um seinen Gefährten anzublicken. Mach nicht den Fehler, diesen Wald für ein kleines Haustier zu halten, das plötzlich dein Freund werden kann. Wir haben keine Ahnung, wohin uns dieser Weg führt. Kaum hatte Weiß zu Ende gesprochen, kamen die beiden um eine Wegbiegung und standen einer klaren Waldquelle gegenüber. Lächelnd hob Jan einen kleinen Stein auf und ließ ihn über die Wasseroberfläche springen. Kannst du das? Für ein paar Sprünge, ja. Gütiger Himmel, sagte Weiß. Sein Erstaunen war verständlich. Jedes Mal, wenn der Stein die Wasseroberfläche berührte, erklang ein Ton. Als der Stein schließlich zur Ruhe kam und zum Boden der Quelle sank, kamen die Wellen, die er zurückließ, zusammen und formten Worte. Ich komme durchs Fenster, aber ich zerbreche kein Glas. Wenn die Nacht anbricht, verschwinde ich. Was bin ich? Die Sonne. Sonnenlicht? Nein, jemand andersrum. Sonnenlicht. Ja. Da komme ich auch so drauf. Das andere fand ich sehr abstrakt. Ja. Lächerlich einfach, bellte Weiß. Nun antworte schon. Jan knirschte mit den Zähnen und musste sich zurückhalten, seinen Gefährten nicht zu erwürgen. Immerhin hatte er recht, dieses Rätsel war ziemlich einfach. Ich komme durchs Fenster, aber ich zerbreche kein Glas. Wenn die Nacht anbricht, verschwinde ich. Was bin ich? Ein Vogel, ein Brief oder Sonnenlicht? Jo. Das ist ganz schön viel Text. Mhm. Sonnenlicht. Eine Wasserfontäne schoss plötzlich aus der Quelle. Das Sonnenlicht drang durch die Bäume, wurde von dem Wasser reflektiert und erzeugte einen schimmernden Regenbogen, der sich über den gesamten Horizont erstreckte. Yay! In all den Jahren, sagte Weiß sanft, habe ich noch nie einen solchen Anblick erlebt. Vielleicht habe ich die Absichten dieses Ortes missverstanden. Hey, sieh mal! Rief Jan und erweckte Weiß aus seiner Geistesabwesenheit. Da drüben ist ein Haus oder so. Als er zur ausgestreckten Hand seines Freundes blickte, sah Weiß eine kleine Hütte zwischen den Bäumen. Das ist seltsam, oder Weiß? Ich meine, wer würde so weit hier draußen ein Haus bauen? Jan ging hinüber und klopfte an die Tür. Nach einer Minute kräftigen Hämmerns öffnete sich die Tür und ein kleiner Mann spähte hinaus. Christian?
Sein Körper war vom Nacken bis zu den Zähnen in einen großen schwarzen Umhang gehüllt, während sein Gesicht von Nebel verdunkelt wurde. Klingt nach Christian. Es passt halt wirklich gerade alles perfekt zu deinem Märchenwald, wie wir quasi die Geschichte jetzt nach und nach vorlesen. Das stimmt. Begann Jan. Doch bevor er weiterreden konnte, hielt der eingehüllte Mann eine Hand hoch und fing an zu sprechen. Ich habe morgens 4 Beine und mittags 2. Aber ich beende den Abend mit 3. Was bin ich? Ein Mensch. Jan fragte den Mann im Mantel, wer er sei und was er dort mache. Aber der wiederholte seine Frage einfach. Wenn wir uns mit diesem Mann unterhalten wollen, sagte Weiß, müssen wir anscheinend sein Rätsel lösen. Das ist ja wohl eines der meistbekanntesten Rätseln, die es gibt, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Nun, immerhin ist es einfach. Ein Mensch, ein Dämon oder ein Engel? Hm. Aber ich meine, die 4 und die 2 verstehe ich, aber wieso 3? Krückstock. Ach so. Ja, ja doch, stimmt. Ein Mensch. Der Nebel um den Mann im Mantel löste sich auf, als er ein einziges Wort sprach. Korrekt. Damit warf der Mann seinen Mantel zur Seite und enthüllte seine wahre Identität. Ein perverser, nackter Mann. Ihr seid ja der Bürgermeister, rief Jan. Langsam schüttelte der kleine Mann den Kopf. Ich bin nicht der Bürgermeister, den ihr kennt. Nun lauscht meinen Worten. Vor langer Zeit sah ich eine Vision von euch, die nicht ihr selbst wart. Bitte, was soll das bedeuten? Es wird bei Zeiten Sinn ergeben. Im Moment gratuliere ich euch einfach dazu, das Siegel des Todestraums gebrochen zu haben. Nun müsst ihr zu dem Mann am Eingang des Waldes gehen. Und damit drehte sich der Mann auf der Stelle um und klärte die Tür hinter sich zu. Während Jan zusah, stieg Nebel aus dem Boden und hüllte die Hütte ein, wodurch sie aus der Existenz verschwand. Als Jan und Weiß zum Eingang des Waldes zurückkehrten, fanden sie den Bürgermeister an einem Baum gelehnt vor. Kaum sah er die beiden, sprang er auf und lief zu ihnen. Du meine Güte, rief er. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es tatsächlich zurückgeschafft. Mit der linken Hand ergriff er die Hand von Jan und schüttelte sie so wild, dass er beinahe den Arm abriss. Mit der rechten Hand fasste er Weiß an seinem Einband und wirbelte ihn durch die Luft. Aha, um Himmels Willen, hört auf, mich zu schütteln, Dummkopf. Wir haben euch noch nicht einmal erzählt, ob wir erfolgreich waren oder nicht. Der Bürgermeister lächelte breit und schüttelte den Kopf. Ich freue mich einfach, dass ihr am Leben seid. Ich hätte nicht gedacht, euch jemals wiederzusehen. Jan entzog sich dem wilden Handschütteln des Bürgermeisters mit einem leichten Lächeln. Wir haben das Siegel des Todestraums gebrochen. Zumindest glaube ich das. Das Gesicht des Bürgermeisters strahlte, als Jan ihm die Einzelheiten berichtete. Als die Geschichte zu Ende ging, legten sich die drei auf den Waldboden nieder und schliefen ein. Jan legte seinen Kopf schief. In Ordnung. Einen Moment mal. Das ist verrückt. Warum sollten wir uns einfach hinlegen und schlafen? Nun gib schon dein endloses Geplapper auf und leg dich schlafen, Dummkopf. Es ist zwecklos, gegen die Regeln dieses Ortes zu kämpfen. Jan und der Bürgermeister legten sich gehorsam auf das Gras und die Erde nieder. Hast du schon vergessen? Fuhr Weiß fort. Es sind Worte, die den Todestraum kontrollieren. Worte, die uns erlauben, von einem Ort zum anderen zu reisen. Egal wie unnatürlich sie auch scheinen, sie gelten uneingeschränkt. Wenn uns die Worte also befehlen zu schlafen, dann sollten wir dies tun. Und sobald wir das tun, geht die Geschichte weiter. Damit fielen ihnen die Augen zu und ihr Atem wurde ganz ruhig. Das ist das erste Mal, begann der Bürgermeister. Das erste Mal, dass ich mich müde fühle, seit ich hier eingesperrt wurde. Seine Worte wurden von einem langen, lauten Gähnen unterbrochen und er erinnerte sich an nichts weiter. Sie mögen für eine Stunde oder so geschlafen haben oder für ein Jahr. Als sie aufwachten, wirkte die Welt um sie herum realer. Der Nebel war dichter, die Blätter grüner. Sie waren offensichtlich aus ihrem Traum erwacht. Ach guck mal, die Farbe kommt langsam wieder. Das ist ein richtig cooles Stilmittel. Jan schüttelte sanft die Schulter des Bürgermeisters. Gute Neuigkeiten. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, oha, sagte der Bürgermeister mit erstaunter Stimme. Wir haben es geschafft. Ich bin zurück. Er blinzelte ein paar Mal ungläubig, als könnte er den Anblick vor sich nicht begreifen. Ihr habt keine Ahnung, wie viel das bedeutet. Der Todestraum begann sich in unserem Dorf zu verbreiten und ich wollte...
Naja, ich dachte, ich könnte herausfinden, wie man ihn aufhält. Aber ich nehme an, dem war nicht so. Ich muss mir die Seuche eingefangen haben und in meinem eigenen Traum gefangen worden sein. Der Bürgermeister versuchte aufzustehen und fiel dann wieder zu Boden. Er starrte seine Beine an, als würde er versuchen, sich zu erinnern, wie sie funktionieren, warf Jan dann einen Blick zu und zuckte mit den Schultern. Wortlos streckte dieser ihm die Hand entgegen und zog den Bürgermeister auf die Füße. »Das echte Leben ist vermutlich etwas gewöhnungsbedürftig«, sagte der Bürgermeister, während ein gezwungenes Lächeln sich in seinem Gesicht breit machte. »Das werdet ihr bestimmt schon bald wieder erlernen«, sagte Weiß. »Fürs Erste solltet ihr nach Hause zurückkehren und euch ausruhen.« »Nein«, sagte der Bürgermeister auf unsicheren Füßen schwankend. »Nein, das kann ich nicht.« »Einige der Dorfbewohner sind noch im Todestraum gefangen. Ich muss sie retten.« Langsam bahnte der Bürgermeister sich einen Weg zum heiligen Baum in der Mitte des Dorfs. Dann verneigte er sich und betete still. »Dies ist ein heiliger Baum«, erklärte er nach dem Gebet. »Er ist der Wächter der Geschichte unseres Dorfes und der Erinnerungen.« »Aberglaube wird unsere Mission nur erschweren«, murrte Weiß. »Wir sollten nicht auf die Götter vertrauen.« Der Bürgermeister schüttelte den Kopf. »Nicht die Götter, sondern die Worte. Die Legende besagt, dass unser Baum eine mächtige Magie birgt, die als versiegelter Vers bekannt ist.« Jan und Weiß konnten ihre Überraschung nicht zurückhalten. Es schien, als hätten sie ein Ziel an einem Ort gefunden, an dem sie es am wenigsten erwartet hatten. »Ach was«, murmelte Weiß, »das ist definitiv ein Glücksfall.« Als die drei sich voneinander verabschiedeten, erwähnte Jan den seltsamen Mann, der ihnen das dritte Rätsel aufgab, sowie die merkwürdigen Worte, die er ihnen mit auf den Weg gegeben hatte. »Einst sah ich eine Version von euch, die ihr nicht wart«, murmelte der Bürgermeister. »Was um alles in der Welt soll das bedeuten?« Völlig in Gedanken verloren, blickte er eine Weile ins Leere. »Wisst ihr«, sagte er sanft, »es mag vielleicht komisch klingen, aber ich hatte auch das Gefühl, euch schon einmal gesehen zu haben.« Jan versuchte, keine Miene zu verziehen und versagte dabei, aber der Bürgermeister schien das nicht zu bemerken. »Déjà-vu, nicht wahr?« »Wie auch immer. Ich nehme an, es ist eine Art Illusion, erzeugt vom Todestraum. Wahrscheinlich ist es bedeutungslos.« »Nichts in diesem Spiel ist bedeutungslos.« Jan nickte dem Bürgermeister mit einem Lächeln zu, aber in seinem Inneren überschlugen sich die Gedanken. Irgendwas stimmte mit dem Bürgermeister und seinen Worten nicht. »Was genau geht hier vor?« Dieses Rätsel sollte sich als das Schwierigste von allen herausstellen. »Oh, thank you so much. Now I can finally return to a normal life. This is one of the most bizarre diseases I have ever encountered. I know. That's why we have to help the other villagers, no matter what.« Jetzt für jeden anderen nochmal sowas. »Und wenn sie nicht gestorben sind, dann reden sie noch heute.« »Ja!« Aber »Hey, du hast einen Vers bekommen.« »Ja. Das, war einiges. Aber ich habe mich bemüht, es so schön wie möglich vorzulesen, ohne über jedes Wort zu stolpern. Es war manchmal ein bisschen schwer abzusehen, wo Jan jetzt quasi redet und wo nicht. Aber ich hoffe, es war ein angenehmes Hörspiel für euch. Dunkle Exekution. Beschwöre magische Spieße aus dem Boden, um Gegner aufzuspießen. Okay. Spieße. Das kann ich ja mal gleich ausrüsten. Da. Sehr entspannend. Das ist gut. Also meine Stimme hat schon ein bisschen Aufwand betrieben, so ist es ja nicht. Yes, all a touch too easy, if you ask me. It's almost as if someone was guiding us to this village. Don't overthink advice. Okay. Das ist eine Karte, ne? Ui. Nice. Oder halt nach vorne, wenn es nicht aufgeladen ist. Ja. Ach, so groß ist das Gebiet gar nicht. Aber ich gehe noch mal eben kurz abspeichern. Okay. Weil wir haben ja jetzt ja doch einiges an Text gehabt. Mhm. Aber es war, wie gesagt, wirklich wie so ein Märchen irgendwie aufgebaut, was ich schon ganz witzig fand. Das heißt, eine halbe Stunde. Echt? Hab ich ja so lange vorgelesen? Ja. Habe ich beim Lesen halt natürlich gar nicht so drauf geachtet. Ich konnte den Chat auch immer nur so, ne, ein bisschen nebenbei lesen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch. Also das ist wahrscheinlich auch so eine Passage,
die du bis ins Unendliche interpretieren kannst. Also wo du richtig viele Theorievideos zu machen könntest. Aber ich fand es, wie gesagt, nicht schlecht. Also fand das ganz interessant. Es gibt bestimmt genug Leute, die das einfach durchgedrückt hätten. Nach dem Motto, nö, will ich nicht wissen.